Was haben wir gemacht? Wir haben uns bei eBay vier gebrauchte Computer geschossen, genau diese, das sind Originalfotos, haben die in unsere Koffer gepackt und sind nach Indien geflogen. In Indien wollte Davidson Programmierer gewinnen, die für deutsche Kunden Websites bauen. Natürlich preiswerter als deutsche Programmierer. Am Anfang stand die Euphorie, doch die Kunden blieben schnell aus. Wir hatten zwei Hauptprobleme. Letztendlich hat die Qualität nicht gestimmt. Wir mussten sehr viele Prozesse einführen, dass die Qualität stimmt. Ein anderes Problem war, dass wir hier die richtigen Projekte finden mussten, sodass es auch hier funktioniert. Und das hat nicht geklappt. Davidson musste Mitarbeiter entlassen, hat Geld verloren. Deshalb passt er perfekt zur Fuck-Up-Night. Scheitern und darüber reden, das Konzept des Abends. Der große Reiz an der ganzen Sache ist eigentlich, ein Tabu anzusprechen, weil Scheitern ja in Deutschland ziemlich verpönt ist. Darüber spricht keiner, man spricht immer nur, wie toll man ist. Und genau diesen Punkt aufzusammeln und das dann wirklich so zu feiern, Misserfolge zu feiern, das ist eine Sache, die sehr reizvoll ist und die Leute dazu noch mehr zu bewegen, über ihre Misserfolge zu sprechen. Mittlerweile gibt es die Fuck-Up-Nights in 93 Städten, rund um den Globus. Bei den Zuschauern kommt das an. Ich finde es immer sehr, sehr ermutigend, wenn man Leute sieht, die auf die Schnauze fallen und trotzdem weitermachen. Da ich selber nicht so der Unternehmer bin und nicht vorhabe, ein Startup zu gründen, ist es mehr meine eigene Belustigung ein bisschen hier. Die Motivation herzukommen war tatsächlich, dass ich jetzt in einer Firma arbeite, die relativ frisch am Markt ist und ich eigentlich sehen wollte, wie man es jetzt macht. Man merkt ja an den Referenten, die heute hier sind, dass Scheitern nicht bedeutet, dass das Leben zu Ende ist, sondern dass es dann auch weitergeht. So ist es. Davidson hat sein Unternehmen auf neue Füße gestellt und ist heute wieder erfolgreich. Deshalb will er anderen Gründern helfen. Also mir war es wichtig, zu sagen, dass wenn man ein Startup gründet, die Probleme, warum man scheitert, vor allem diese sind, die man in dem Moment nicht erkennt. Im Nachhinein ist man natürlich schlauer, aber in dem Moment erkennt man diese Probleme nicht. Scheitern und darüber lachen. Bei den Fuck-Up-Nights nimmt man es mit Humor und feiert seine Fehler. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt bei mir im Studio ist. Hier ist Davidson. Sein Start-up ist gescheitert. Aber bis man so ein Scheitern feiern kann, muss doch bestimmt Zeit vergehen oder zumindest ein Umdenken im Kopf, oder? Ja, wir haben auch eine Zeit lang gebraucht, mussten uns aber auch vor allem umorientieren. Warum dieser Weg in die Öffentlichkeit jetzt? Mir war es vor allem wichtig, anderen Gründern zu sagen, was für Fehler wir gemacht haben, sodass diese Gründer von den Fehlern vielleicht lernen können. Und es ist immer günstiger, von anderen zu lernen, als diese selber zu begehen. Wir haben gerade schon diese ollen Computer gesehen. Das war vielleicht ein Fehler, oder? Alte Technik, zu alte Technik? Nö, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es waren vielmehr die Sachen, die dann später kamen. Was genau haben Sie falsch gemacht? Was haben Sie jetzt gemerkt? Was war da der große Fehler? Also wir waren natürlich sehr naiv, als wir da rangegangen sind. Die Hauptprobleme, die wir hatten, waren einmal die Qualität. Die konnten wir aber mit der Zeit verbessern, indem wir unseren Personalausweisprozess verbessert haben. Das klingt jetzt schon total kompliziert. Sie sind ja nach Indien gegangen, richtig? Und haben Genau. dann indische Mitarbeiter gesucht. Und was haben Sie da, wen haben Sie da ausgewählt? Was war da der Fehler? Also am Anfang waren es Freunde, Verwandte, Bekannte und Familie. Und die konnten alle programmieren und wir haben sie natürlich alle eingestellt. Doch letztendlich hat das nicht funktioniert. Wir mussten schon bei dem Auswahlprozess sehr konkret gucken, was können die? Und haben so die Qualität der Arbeit auch verbessert. Jetzt haben Sie eine neue Firma, da läuft's besser. Was machen Sie da und was machen Sie jetzt anders als bei der letzten Firma? Ja, also damals wollten wir ja wirklich das Outsourcing nach Indien betreiben, also für Kunden in Deutschland Programmieraufträge in Indien abarbeiten. Heute haben wir eine virtuelle Telefonanlage, also eine Telefonanlage aus dem Internet für Unternehmen. Spannende Sache. Was würden Sie für Tipps weitergeben an neue Start-Upper? Zu versuchen, auch Probleme zu erkennen, die man im Vornherein nicht sieht, und vor allem einen Fokus setzen. Bei den Fuck-Up Nights in Köln, da feiern Unternehmer, Start-Upper ihre Misserfolge. Er ist einer davon, Davidson. Vielen Dank.